Einen wunderschönen Hallöchen. Ja, mein Name ist der Exor Black 4K. Heute mit dem 29. Kapitel. Ja, ich werde jetzt hier noch mal Feini Leini hier das Feuer schon anzünden, aber ich will natürlich nicht mittendrin stehen. Das wäre nicht so sinnvoll. Dann hauen wir ordentlich was auf die Pfanne drauf. Einen schönen Lorch. So, drauf ist das Tier. Oh, der Mond. So, wir haben uns gestärkt. Ja, ist vorhin was eingefallen. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Sind die dazu? Ah! Jetzt haben wir uns eine Fackel hier gebaut. Okay. Kann man doch so eine Fackel bauen? Ah, nee, man kann nur ein. Ah, doch. Mal. Okay, da gibt noch eine. Ja, das ist aber schön. Hauen wir mit der Fackel zu. Da kann man ja gleichzeitig so ein Lorch noch braten. Wenn man O drückt. Okay, das zeigt doch nur die Hand. Wenn man hier gegenhält. Okay. Mal probieren was Neues aus. Rechtsklick. Okay. Da braucht man bestimmt noch einen Faden oder sowas. Ein Faden, sage ich schon. Genau. Am besten noch einen Bindfaden. Ah nein. Da braucht man bestimmt einen Stock oder sowas. In der Richtung. Kann man jetzt andererseits noch die Axt halten? Ne, jetzt kann man da nicht, ey. Das wäre ja cool. War cool, dann haben wir unsere Fackel schon mal zusammengebaut. Dann würden wir hier. Oh, der Mond. Der Mond geht unter. Ein Steinchen. Ach, man hört hier mal die Züge. Hier mal im Hintergrund. Ja, dann würden wir hier noch ein Bäumchen. Löwenzahn. Cool. Da würden wir also einen Baumstamm fällen. Vielleicht gibt man ja noch die Zeit, dass wir kurz einen Timer eingestellt. Das gibt es wieder eine Überlänge. So. Die sind bibiblau, die müssen gut sein, natürlich. Ne, die waren nicht gut. War schon dreimal am Überlegen, ob die gut sind oder nicht. Nein, die sind nicht gut. Die sollen auf, die Bibi blau, aber die sind nicht gut. Aber ein Stein ist da. Und den kann man immer gebrauchen. Wir brauchen Steine. Wir brauchen Steine. So, das ist auch noch eine Zusatzpflanze. Steht natürlich ein X drauf, ist ja logisch, zum Heilen. Wenn wir den einmal einsammeln. Den einmal einsammeln. Und einmal, das sind die Orangenen, das waren die Orangenen, genau. Zack, eingesammelt. Und wenn man jetzt, ach, vielleicht finde ich auch schnell die Pflanze, die ich meine. Wieder die gleiche. Natürlich, wenn man jetzt die Pflanze zeigen will, nein, die wächst überall, sehe ich tausendmal, aber jetzt gerade, wenn man vor einem Gerät sitzt, ist die Pflanze nicht da. Nee, nee, nee. Oder die Achse da raus. So. Wieder die gleiche. Na gut, also wenn wir die Pflanze sehen, dann werde ich das nochmal zeigen.
Ich bin zu weit gelaufen. Lauf aber mal nicht zu weit. Nicht, dass die Kannibalen schon wieder kommen. Darauf habe ich echt keinen Bock. Nö, nö, nö. Nicht mit den Kannibalen. Oh, siehst du, der Plink-Ploink, ey. Irgendwo habe ich schon. Oh, vor mir. Na, komm her, mein Junge. Uga, Uga, na? Ah, nochmal zu hauen? Na, nochmal? Ah? Du mit deiner Dist. Uga, Uga. So. Da liegt's auf dem Boden. Genau, hier sind. Nein, das waren die nicht. Also, da liegt der Knabe da auf dem Boden. Ein bisschen zu schnell, die Maus. Nochmal. Ja, da geht das. So, jetzt tun wir mal kurz ein Bäumchen fällen. Ein kleines Bäumchen. So, natürlich hake ich natürlich von der Seite. Aber natürlich ist es wieder mal so, schlägt auf der anderen Seite. Das ist auch wieder Bullshit. Also hole ich nochmal hier rein. Zack, da wo die Kerbe ist. Dann müsste der theoretisch jetzt auch nach links fallen. Weil ich jetzt nochmal nicht glaube. Und es passiert. Oh, da natürlich fällt er doch. Ja, gut. Halbwegs nach links. Nicht ganz, aber halbwegs. So. Sammeln wir einmal ein. Upsala. Nochmal eingesammelt. Und nochmal. Was? Genau, gehen noch zwei, genau. So. Dann bauen wir das mal auf hier. Zack, zack. Und zack, zack. Füllen uns auch Steinchen. Hat man hier auch gehabt. Oben ist einer. Den müssen wir ja ransetzen können. Steinchen. Ransetzen. Zack. Und die Falle ist aufgebaut. Schönes Ding. Oh, ein kleiner Tickschaller machen die Maus. So, jetzt brauchen wir noch ein Steinchen. Schon mal mit. Und wo ist der andere? Das waren doch. Mann, wo ist denn der andere? Na gut, ist das nicht da. Es macht nichts. Dann tun wir den gleich hier vorne nochmal fällen, der hier vorne ist. So. Dann tun wir den jetzt fällen. Einmal die Axt rausholen. Jetzt probier es auch mal aus. Wenn man es an der Seite schlägt, müsste der theoretisch auch an der Seite fallen. Und der fällt nach. Na gut, besser da als die andere Richtung. Bäumchen fällt. Zack, eingesammelt. Ja, vielleicht schaffen wir ja nochmal heute Horsi zu besuchen. Sonst besuchen wir Horsi erst bei der nächsten Videoaufnahme. Beziehungsweise im Gameplay. Zack. Aufgebaut. Da rollt schon einer runter. Der will glatt zu mir. So, ist hier oben noch eins. Zack. Drei Stück, siehst du, da fehlt noch. Entschuldige. Fehlen noch Steine, Lies. Aber die werden wir noch finden, das wird ja wohl kein Thema sein. Ich glaube. Es wird nicht so schwer sein, da einen zu finden. Ja, die Axt rausholen nochmal. Unsere neue Super-Axt. Die hackt alle durch. Und dann gleich nochmal ein Lorch einsammeln. So, ja, da vorne liegt ein Stein. Habe ich mich verguckt, den ich auch richtig, ne? Klar. Ah, ja.
die andere Seite nochmal reinhaken hier. Ob da von Lochenstein. Wir unterbrochen hier. Kann ich nicht mehr meine Arbeit hier verrichten. So. Baumfeld. Plingploing. Alle sind da richtig der weit geflogen. Das ist aber schön. So was sehe ich gerne. So. Tja, da würde ich mal sagen, müssen wir Steinchen sammeln. Hier sind wir ja schon fertig. Zack, gleich nochmal Pfeilen hier. Achso, Steinchen haben wir ja auch schon gehabt. Können wir die auch schon reinsetzen. Ja, zwei Stück. Ja, fehlt noch. Fehlt noch einer. Und dann auf schön auf dem Lorchi-Dorchi-Jagd. Ja, wir sind noch so atem. Solange uns dann keine Ball angreift, geht das ja noch. Aber nichtsdestotrotz wollte ich nochmal die. Da hinten links geht einer lang. Es ist nur ein einziger, es ist keine Patrouille. Ah, er hat mich nicht gesehen. Das hoffe ich mal. Das hoffe ich mal für ihn. Und hat er mal eine Axt gespürt. Ah, ein Steinchen. Okay, ein Hase. So, die waren giftig. Die sind nicht bibiblau. Die sind auch giftig. So, Weidelmöwe. So, Weidelmöwe. So. Oh, Feder, 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 Feder. Hoi. Kommt zu mir. Putti, putti, putti. Putti. Danke. So, jetzt noch ein Steinchen einsammeln. Die sind auch nicht gut. Die sind nicht bibiblau. Jetzt hoffe ich mal, dass wirklich die Einwohner nicht kommen. Hier noch ein Steinchen. Oh, eine Spinne. Weg damit. Endlich bin ich wie blau. Oh, ich bin sie. Die sind auch nicht gut. Die kann auch weg. So, also noch ein. Ne, das Stein haben wir schon benutzt. Ein Lorchi. Lorchi. Ja, geh mal da mal hoch. Geh den Baum da. Schau dir den Baum doch. So. Weil. Also, wir standen haben wir überhaupt. Drei Stück. Dann werde ich da mal hingehen, die erstmal reinsetzen. Ja, wir sind außer Atem. Lorchi. Oh, bleib doch hier. Ich tue dir doch nichts. Ja, die sind wohl eilig. So. So flink wie ein Wiedel. Wiedel. Wiedel, Diedel. Nein, wie ein Wiesel, wollte ich sagen. So. Zack. Und. Zack, aufgebaut. Haben wir noch einen Stein. Den können wir da hinten nochmal hinsetzen. Ah, da findest du noch einer. Das ist gut. Zack. Kollege, dich brauche ich mal. Ich brauche deinen Kopf. Scheiße, komme ich da nicht ran, ey. Ah, da lasse ich noch liegen. Bevor ich da noch selbst reinlaufe und mich selbst aufspieße, das soll ja für die Kannibalen sein und nicht für mich selber. Aber brauchen wir da jetzt noch einen oder nicht? Mir schon zu viel am Reden hier. Kurz mal kontrollieren eben. Fahrlücke Lucky machen. So, zwei. Okay, es sind noch zwei Stück. Dann würde es eventuell noch schaffen, zu Henry zu kommen. Aber nur eventuell. Ein ganz großes Fragezeichen.
weil ich wollte die Zeitspanne nicht mal Einheiten, genau, Einheiten. Nein, ich wollte die Zeit, wollte in der Zeit bleiben mit 15 Minuten, sonst mache ich wieder so lange so viele Überlänge von mindestens eine halbe Stunde, also beziehungsweise insgesamt eine halbe Stunde. Und ja, ich weiß ja nicht so, ob ihr das gerne eine halbe Stunde sehen wollt oder auch nicht. Also will ich es erstmal so einführen, dass wir nur auf eine Beschränkung von 15 Minuten haben. Plus Endscreen, das heißt ungefähr 20 Minuten sind das so insgesamt. Und ja, so wollte ich das erstmal einführen. Natürlich, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, ja, okay, Exo Black, mach mal 15 Minuten länger, dann werde ich 15 Minuten natürlich länger machen. Wenn ihr meint, ich soll eine Stunde machen, Mensch, da spricht wirklich nichts dagegen. Da werde ich sogar eine Stunde ransitzen für euch, um das Video zu bearbeiten und hochzuladen. Ist alles kein Thema. Siehst du, Steinli ist auch schon wieder da. Bleibe ich hier am kleinen Stumpen hängen. So, jetzt setzen wir den nochmal rein. Das sind dann nur zwei Stück. Und danach werden wir was essen. Kommt schon her. Reinsetzen. Hier. Ah, zwei Stück. Reinsetzen. Reinsetzen. So, das ist fertig. Der ist fertig. Der ist fertig. Gut. Schnicke dicke, werde ich mal sagen. Das sieht mal schön aus. Das hoffe ich einfach mal. Einmal Money. Nochmal Money. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die wirklich da mal reinlaufen. In meine Falle. Also oben war ja komplett fertig. Da ist nichts mehr zu machen. Ja, ich will mal gucken, was passiert, wenn man sich hinsetzt. Ob er sich das dann, ob die Erholung wieder hochgeht oder nicht. Setzen uns mal wieder daneben hin, wie immer. Und? Gehst du da oben? Ja, tatsächlich. Okay, also wenn wir uns hinsetzen, sieht man den äußeren Rand. Das ist die komplette Regeneration von der Erholung her. Und in der Mitte, also das Babyblau wieder. Das ist die Regeneration von der Ausdauer, die wir benutzen. Beziehungsweise mal laufen. Das Atemzug wieder runter und dann geht das. Beziehungsweise Atemzug stehen bleiben, dann wird das Bibiblau wieder hoch. So, entspannen wir uns. Doch, genug entspannt. Ja, ein bisschen blöde, dass ich jetzt neben der Bank immer sitze und nicht auf der Bank. Weil man sieht ja, ich sitze ja. Ja. Neben der Bank und nicht auf der Bank. Aber nichtsdestotrotz, upsala, werden wir uns jetzt was zu essen machen. Gibt's ein Lorchi-Dorchi. Einmal rauf hier. Einmal am Zünden. Jojo, wir mögen Lorchi. Hoffentlich wird der Knusprig weg. Und das schmeckt uns. Miam. So, hier wächst doch schon das Unkraut. Gut, ja, dann weil die Sprachfehler, dann würde ich mich mal. Von euch verabschieden im Namen von Extra Black 4K und die nächste Mission heißt, wir werden Horst die mal einen Besuch abstatten. Bis zum nächsten Mal, ciao ciao. So, wir sind wieder mal am Ende mit unserem 29. Kapitel. Juhu, wir haben eine Fackel. Wir haben eine Fackel, genau. Und ab Kapitel 30
Und von 30 werde ich jeweils zwei Parts machen. Also ist es Kapitel 30, Part 1 und Part 2. Ja, da habe ich dann auch einen Bogen gefunden, beziehungsweise ich habe einen Bogen zusammengestellt. War dann bei Horsti drinne. Naja, ob ich da jetzt wieder rauskam aus der Höhle, ob Horsti jetzt noch recht freundlich war und nicht mehr so gefräßig, ja, das sieht ihr erst ab Kapitel 30 von Part 1 und 2. Ja, wir haben ja noch ringsherum die Fallen aufgebaut. Sind ja relativ gut vorangekommen. Somit wollte ich mich schon mal bedanken von euch für die Likes, für die Kommentare, natürlich für die Neukömmlinge an den Abos, die dazugestoßen sind. Können ja mal die anderen Videos gucken. Und somit sage ich einfach mal Tschüssi, im Namen euer ExoBlack 4K.